Conny und Manu gönnen sich heute mal was Besonderes. Dann düsen wir mal los, was zu essen holen. Und zum Strand. Mittagessen außer Haus. Die berühmte North Shore von Oahu ist nur ein paar Autominuten entfernt. Conny, wir können ja da unten zu dem North Shore hinfahren. Zu diesem Taco mit Burritos und so, ne? Klar. Und dann können wir ja eigentlich gegenüber unseren Strand setzen. Ich habe eine Decke dabei. Vielleicht können wir dann ja Wale sehen. Das können wir machen, ja. Das haben wir ja auch lange nicht gemacht. Das Besondere jetzt im Moment, im Winter bei uns kommen immer die Wale. Die kommen ja aus Alaska, dann kommen die hier zu uns und bekommen ihre Babys. Also es ist schon richtig, richtig cool, weil die Wale sind halt in der Freiheit und die schwimmen da einfach. Und dann bringen die halt auch immer ihren Babys alles bei. Das heißt, man sieht eine große Fontäne und zack, kommt so eine kleine Fontäne daneben. Du musst ja aufpassen, dass sie nicht auf die Straße springen. Essen gehen heißt bei Manu und Conny natürlich nicht nobel im Restaurant. Die Foodtrucks an der North Shore haben bei Einheimischen und Touristen Kultstatus. Ja, das macht halt wirklich alles hier aus, ne? Weil hier, du kannst natürlich auch ins Restaurant gehen, aber wir gehen ganz, ganz selten in Restaurants. Wir gehen lieber zu einem Foodtruck, holen uns Essen ab, setzen uns an den Strand und essen da eben. Und das ist so viel gemütlicher, es ist günstiger, es ist cooler. Und ja, ich finde das einfach toll, ich mache das gern. Für Manu ist es besonders günstig, sie hat ihr Essen nämlich dabei. Aber Conny braucht jetzt so langsam mal was Ordentliches zwischen die Kiemen. Hi. How are you? Good. I take the beach burrito. Just veggie. Is that veggie? Yeah. Do you want black or pinto beans? Black. Yeah, mild or spicy sauce? Mild. And anything else for you? That's it. Okay, it'll be $12. Thanks so much. So, wollen wir hier so? Hier so. Hier so? So, hallo ihr Wale, wo seid ihr? So, dann guck ich mal, was du mir gekocht hast. Ah nee, das hast du ja gar nicht. So, bei mir gibt's Gemüse mit Gemüse, umwickelt mit Gemüse in Gemüse. Also ich esse jetzt nicht so mit Soße und ich esse ja glutenfrei und das passt da nicht so. Deswegen habe ich jetzt mein eigenes Essen dabei. Mich stört's nicht. Hauptsache, ich habe was zu essen. Woran sieht man denn die Gluten? Ich habe nur das ist alles voll Gluten. Alles voll Gluten. Und Mayonnaise. Aber mich stört das nicht. Hauptsache, ich habe was zu essen. Wenn ich jetzt kein Essen hätte, dann würde ich, glaube ich, ein bisschen mucks sein. Ich habe nur Bohnen bestellt. Ich habe keine Gluten bestellt. Nee? Na dann. Gluten oder Gluten, egal. Das Wichtigste sind eh die Wale zum Nachtisch, wenn sie denn kommen. So, irgendwo müssen jetzt, guck mal, wenn du hier so eine Fontäne siehst. Da vorne ist doch eine. Ja. Das ist so einer der unvergesslichen Hawaii-Momente, für die sie vor 6 Jahren hierher gezogen sind. Leider ist es ja so, die Wale sind ja auch schon fast vom Aussterben bedroht, also es ist für uns natürlich erstaunlich, wenn man das hier von so dichten auch sehen kann und noch so ein bisschen Natur genießen kann. Wer weiß, wie das in 20 Jahren ist. Da gibt es vielleicht keine mehr. Wir fahren halt nicht zu so Firmen, Orte, wo die halt in Gefangenschaft leben, wo man sich Delfine in einem Becken angucken kann. Da sind wir totale Gegner von. Ich sitze lieber hier am Strand und warte, ob da mal irgendwo ein Wal kommt oder ich gehe freiwillig auf dem Boot und guck Delfine an. Ich würde niemals irgendwo hingehen, Geld dafür bezahlen, für Tiere in Gefangenschaft. Das ist richtig schön. Wir brauchen nur eine Decke, setzt sich hin und guckt. Es gibt immer was zu sehen.